Herzlich willkommen, meine weiteren Freunde, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge Schlacht um Mittelerde. Den guten Part der Kampagne, den Kurga spielt, den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Klickt euch da rein, guckt da durch, lasst ein Like da, kommentiert ein bisschen, guckt euch das an. Wir gehen jetzt hier nach Lebenin, wo Aragorn, Legolas, Gimli und 200 Eidbrecher auf uns warten, und zwar mit Lords Armee. Und dann gucken wir mal, ob wir denn uns gegen die Toten erwehren können. Ich bin echt gespannt. Ein bisschen Bammel habe ich schon davor. Kommt nix. Wir mal schauen. Viele Türme hier. Lebenin ist eines der südlichen Lehen Gondors. Aber bald wird das Land einem neuen Herrn dienen. Sauron. Wie gesagt, wir könnten jetzt Minas Tirith schon angreifen, aber das möchte ich nicht. Ich möchte wirklich vorher alle Gebiete erobert haben. Halt, ihr Maden! Wir werden hier lagern! Sie wittern den Feind! Nehmt eure Waffen! Uruks! Macht eure Waffen bereit! Wie, da sind sie? Wer ist da? So, was haben wir für Bonusziele? Steige mit 3 Bataillonen auf. Das wird wohl nicht gehen, weil die sind schon fast alle Maximum. Schön sieht's hier aus. Ach, hier stehen ja welche. Guck mal. Oh, das rieche ich auch. So ganz, ganz klar und deutlich. Hä? Was? Lasst die Waage los! Wir greifen an! Bald! Lasst die Waage los! Lagerungsmaschine! Beißt ihm den Kopf ab! Fresst euch satt an ihnen! Beißt ihm den Kopf ab! Ei, 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 ei. Bald! Ihr fällt! Damit habe ich ja nur auch nicht gerechnet. Ich krieg langsam Hunger. Angriff abbrechen. Okay. Zuhören. Wollen wir erstmal hinter ihm ein Lager? Das mache ich immer gerne. So, und dann machen wir hier die. Macht eure Waffen bereit. Sie greifen uns an. Okay. Festung, Festung, Eisenschmelze. Okay, das war jetzt schon. Das war jetzt echt schon fast eine harte Bewährungsprobe mit meinen Leuten hier. Heute kosten wir Menschenfleisch. Die Burg ist fertig. Das war jetzt schon echt krass. So, wir gehen jetzt hier wirklich mit Lords mal ein bisschen scouten, dass der eventuell noch ein bisschen aufsteigt. Führerschaft hat der bei nahegelegenen Truppen 60% Schaden. Wenn der halt eben noch reiten könnte, das wäre halt übel krass. Ah. Hier oben ist auf jeden Fall ein Turm. Hier sind Orks, wie ich das sehe. Die haben auch schon ein bisschen Leben verloren. Das heißt, da oben stehen welche. Geht da mal rein, Leute. Jetzt soll die. Attacke! Reiter Isengard! Macht euch kampfbereit! Oh, das sieht aber gut aus. Und rein da. Auf sie. Ich krieg langsam Hunger. Lol. Sie wittern den Feind. Mein Wark hat Hunger. Krass. Ihr wimmelt es von Feinden.
Sind Sie das? Ist das der Feind? Ja! Macht eure Waffen bereit! Alter. Ihr macht, was ich sage! Leck mich doch am Arsch, Mann. Bäre! Mein Wark hat Hunger! Macht euch kampfbereit! Macht eure Waffen bereit! Schlachtet sie ab! Wimmelt es von Feinden! Mit unseren Wagreitern gehen wir ein bisschen scouten. Wie gesagt, das war schon echt eine coole Idee. Ich weiß nicht, ich habe das letzte Folge schon erwähnt, ich weiß nicht, wer das jetzt genau war, der da in den Kommentaren gesagt hat, ich soll doch mal ein paar Wagreiter bauen, die sind gar nicht mal so verkehrt. Sind sie halt auch wirklich nicht. Machen wir uns auf die Jagd. Lol, Alter, was ist denn hier unten, Mann? Sie wittern den Feind! Können hier eigentlich mal ein bisschen. Wagreiter. Wenn wir noch zu wenig Geld machen haben, wir uns auf die Jagd. Dann machen wir uns das Geld so. Ich guck jetzt einfach mal hier oben, was hier los ist. Hier ist ein Lager. Weil irgendwo muss er ja stecken mit seinen Leuten. Oh, Moment. Ach ne, doch nicht. Mein Telefon hat hier gerade irgendwie so... Ach du Kacke. Eieiei. Das wird aber witzig werden hier. Weil das ist nämlich auch der einzige Übergang, so wie ich das jetzt hier sehe. Ich muss das kurz immer eben abstellen. Entschuldigt bitte, aber mein Telefon, wenn das irgendwie auf der mein Festnetz, wenn das irgendwie auf der Ladestation hängt, dann kriegt das ab und zu mal so eine kleine Macke. Saruman wird erfreut sein. Und dann, Haltet die Wölfe im Zaum! So. Aufwachen! Zuhören! Ich rieche Menschen. Also eine Belagerungsmaschine brauche ich gar nicht. Nehmt eure Waffen! Weiter! Weiter! In den Turm! Hä? Die können da reingehen? LOL! Bleibt wachsam! Zuhören! Bleibt wachsam! Bleibt wachsam! Aufwachen! Wir greifen an! Bald! Bewegung! Haltet die Wölfe! Mach mich halt, wo Aragorn ist. Ja. Komm ich hier auch rüber? Komm schon. Weil dann könnte ich nämlich von hinten ja. die Katapulte angreifen. Ja, ich komme hier auch rüber. Guck hier nochmal. Hier standen nämlich auch welche. Jawohl, ey. Sehr gut. Die Wölfe aufwachen! Bleibt wachsam! Attacke! Sie wittern den Feind! Oh Mist, ich muss da durch, Scheiße. Wagreiter! Greift an, Waage! Greift an! Hält sie! Bäre! Auf sie! Ihr kümmert euch nur hier um die Katapulte. Was, eine andere Aufgabe haben die jetzt hier gar nicht? Lasst euch satt an ihnen. Macht euch kampfbereit. Ja. Ah, jetzt. Ios. Greift an, Wache. Aufwachen. Greift an. Okay. Durchbohrt ihn. Zuhören. Sie greift langsam Hunger. Sie Menschenfleisch. Sie wittern den Feind! Lol, soll's das dann echt schon gewesen sein oder ist dann hier drüben noch so ein Teil?
Weil ich habe hier keinen Aragorn und niemanden. Greift an, Wache! Greift an! Bleibt wachsam! Macht eure Waffen bereit! Ja, lasst keinen am Leben! Auf sie! Macht eure Waffen bereit! Das könnte es halt euch schon gewesen sein, ne? Ich weiß es halt nicht. Ich habe hier noch eine ganze Karte. Wir haben den Feind vernichtet. Okay. Möge alle Welt die Dunkelheit fürchten. Ja, aber wo ist Aragorn? Und Gimli? Auf jeden Fall haben wir das Bonusziel. Was ich gar nicht gedacht hätte, dass das überhaupt noch geht. Sehr schön. Ach, der steht hier einfach nur rum. Die Reiche der Menschen werden fallen. Ich dachte, ich muss gegen den kämpfen. Na gut, alles klar. Dann denke ich mal, wir werden uns dann hier nächste Folge mal mit Saruman hier so ein bisschen noch vorwagen. Dass man dann auch hier irgendwo, weil hier oben ist halt auch einiges los, ne? Können wir dann hier auch ein bisschen unter die Arme greifen. Damit wir dann wirklich auch noch die 20 Punkte dann kriegen. Ja. Faramir, Gondor. Gut, das machen wir nächste Folge. Bis dahin, bleibt da gesund. Ciao, tschüss, euer Hämmern.